Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und man sieht es schon hier in der Auswahl, da befindet sich der gute alte Greedo, jawohl. Hier sehen wir schon, Han Solo ist es eigentlich, aber wir haben hier auch tatsächlich alle möglichen Karten, die ausgetauscht wurden, irgendwie mit einem Greedo-Gesicht, also das sind natürlich eigentlich die Han Solo-Karten, aber echt witzig gemacht, dass man dann da halt auch alles replaced in irgendeiner Form und wir sehen hier schon Greedo, richtig, richtig cool Design, mit seiner Jacke, mit seinem Gesicht und mit seinem ganzen rodianischen Aussehen. Super cool. Und der gute Mann ist natürlich hier im Outer Rim DLC gekommen, in Star Wars Battlefront 1. Deswegen passend dazu hier diese Map. Und Greedo ist so ein Fall für sich. Viele Leute mögen den eher nicht. Und viele Leute dachten sich damals immer bei Battlefront 1 so, ah, ist schon so ein Charakter, den braucht man eigentlich nicht. Ich fand den immer ganz cool. War jetzt nie so mein Lieblingscharakter in irgendeiner Form, also im Star Wars-Universum, dass ich gesagt habe, boah, Greedo, der allercoolste von allen. Ich meine, immerhin hat er in Episode 4 ja einen relativ dürftigen Auftritt. Aber dennoch hat er mir in Star Wars Battlefront 1, also das 2015 erschienene Spiel, sehr, sehr gut gefallen. Und hier gefällt er mir eigentlich optisch gesehen auch richtig, richtig gut. Es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein Recolor von Han Solo. Man sieht schon, das ist alles eigentlich Han Solos Anziehzeug hier. Aber der hat das so gut umgesetzt, der Typ, der den hier designt hat. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Sieht richtig akkurat aus. Mir gefällt das richtig gut. Was sagt ihr zu diesem Greedo, wenn ich hier mal so ein bisschen mit der Kamera rumfahre? Man sieht hier schon, ne, seine typischen Klamotten hat er auch so an. Gut, dass hier mit diesem, dass hier so ein Cut gesetzt wird wegen der Weste und sowas. Das kann man halt leider nicht vermeiden in der Form. Und dass er hier diesen, dieses Hemd anhat von Han Solo. Aber dennoch irgendwie richtig, richtig cool. Gut, der Blaster ist natürlich ebenfalls falsch, ne? Er hat ja normalerweise die DT-12, jetzt hier die DL-44 von Han Solo, aber alles so Kleinigkeiten, die man natürlich eher nicht verhindern kann, weil die DT-12 befindet sich halt einfach nicht im Spiel, ne? Ansonsten von den Fähigkeiten ebenfalls alles von Han Solo genommen, aber passt eigentlich alles zu Greedo, ne? Könnte man eigentlich so 1:1 ein Spiel übernehmen? Ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Und da bin ich aber gespannt, ob ihr denn sagen würdet, ey, Greedo, und so eine Rückkehr von Greedo fände ich eigentlich ganz cool. Oder ob ihr sagen würdet, nee, Mann, Greedo, der war damals schon immer so ein bisschen, na, heute auch so, ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich bin mal gespannt, was ihr so alle schreibt und was ihr natürlich auch zu der Mod sagt. Und vielleicht auch, ob ihr irgendwelche Skin-Ideen hättet oder Fähigkeiten-Ideen für den guten alten Greedo. Und ob das einer der Helden wäre oder der Held vielleicht auch, den ihr aus dem ersten Battlefront am ehesten wieder gerne im Spiel sehen würdet. Ist das hier der gute Greedo? Ist das vielleicht eher so ein Orson Krennic oder sowas? Oder vielleicht dann doch, gibt es noch irgendeinen anderen Helden, der noch nicht im Spiel ist? Dengar, natürlich. Dengar oder so. Die anderen sind, glaube ich, alle im Spiel gelandet. Oder habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall optisch gesehen top. Modder, richtig gute Arbeit. Gefällt mir richtig gut hier auch von den, ich sag mal, Haaren dazu von Greedo. Gefällt mir eigentlich super gut. Also, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und wie gesagt, gerne mal die ganzen Fragen beantworten, die ich jetzt eben gestellt habe. Ansonsten natürlich jetzt hier Greedo auf der guten Seite, weil er Han Solo ersetzt. Der wäre natürlich einer der Bösen. Ich persönlich mag Greedo und ich hätte ihn eigentlich ganz gerne im Spiel. Ist jetzt, wie gesagt, ich sage das ja ganz häufig, ne, von wegen die Helden. Ich brauche jetzt nicht noch unbedingt noch mehr Helden und noch mehr Helden und noch mehr Helden. Aber Greedo war schon immer, ne, ich mochte den extrem gerne in Battlefront 1. War sogar einer meiner absoluten Lieblingsschurken da. Vielleicht sogar der Lieblingsschurke von mir. War immer so ein übelste Glass Cannon, hat super gut Schaden ausgeteilt, aber recht wenig eingesteckt. Das mag ich eigentlich an sich ganz gerne. Und, ja, war ein ganz cooler Held. Naja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung zum guten alten Greedo Boy in die Kommentare. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.